Hola queridos amigos, hallo lieve vrienden. Alleine ben ik schijnbaar nog gar niet fähig, zo'n so live-video richtig goed te maken. Maar George Franco helpt me dan schon, oder sonst der Jorenz. Ik moet halt mijn Frust jetzt, muss ich mich etwas trösten. Jetzt muss ich halt einfach das Fleisch alleine essen. Das ist ja so ein Stückchen, auch so schöner könnte es nicht sein. Das ist etwas Wunderbares, so Rindfleisch essen. Ahora me tengo que consolar un poquito comiendo esta carne. Yo solo, pobrecito. Esta carne de ternera, qué pinta tiene. Una maravilla. Voy a buscar mostaza. Aber was ich eigentlich will sagen, ist Folgendes. Es gibt in Venezuela und anderen Orten Leute, die nicht genug zu essen haben. Und das macht mich unheimlich traurig. Lo que quería decir de verdad es lo siguiente. Hay en Venezuela y en otros países gente que no tiene ni para comer. Y esto me hace muy, muy triste. Porque tomar un buen vino de Argentina, un Malbec bueno, y tomar una buena carnecita es algo de lo más bonito que te puedes imaginar. Es doch etwas vom Schönsten, wenn man ein gutes Weinchen kann trinken mit einem guten Stück Fleisch. Und darum habe ich mich entschieden, eine Hilfsaktion zu starten. Wer sich irgendwie angesprochen fühlt, por eso me he decidido de arrancar una ayuda, y el que se siente, bueno, tocado, es libre, libre, libre. Yo no estoy pidiendo limosnas, pero el que quiere ayudar a otra gente me puede avisar y puede donar. Pueden hacer donaciones ya. Una señora me ha prometido ya 100 francos, yo mismo voy a dar más. Y yo junto todo el dinero y después yo lo mandaré a una persona responsable en aquellos países, en Venezuela, donde de verdad no tienen comida, y tal vez algo también irá a Cuba. Eso depende un poco de la cantidad de dinero. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viel Geld es zusammenkommt. Es ist absolut freiwillig, es soll sich niemand verpflichten, für du auch nicht betteln. Ich weiss einfach, dass Leute nichts zu essen haben, und ich werde denen helfen. Ich werde denen nach Venezuela ein bisschen Geld schicken, vielleicht etwas auch ein bisschen nach Kuba. Und ich sage schon jetzt vielen Dank. Ja, les doy las gracias a todos que participarán. Und nachher werden ja im Facebook eine grosse Kampagne machen. También haré una campaña en Facebook. Porque tengo muchos, miles de amigos. Weil ich habe viele Tausende von Freunden. Vor allem in Südamerika. Y allí, lo único que hace falta. Dort, das Einzige, was nötig ist. Dass ich dir alle einschreiben bei mir, dass dir meinen Kanal abonnieren auf YouTube. Vielleicht kann ich Geld generieren mit dem. Ich brauche 1000 Abonnenten auf meinem Kanal. Der Kanal ist Juan Life. Und nachher tut ihr einfach eingeben, Cuando Calienta el Sol auf YouTube. Und der tut ihr einfach nachher anklicken, wenn ihr das gehört, abonnieren. Das wäre eine riesen Hilfe, ohne dass das 5 müsst zahlen könnt, vielleicht mithelfen, Geld generieren. A lo mejor podéis ayudar a generar dinero, apuntándose, suscribiéndose en mi canal de YouTube, Juan Life, y después cuando calienta el sol, por ejemplo, para que no haya equivocaciones, porque hay otros que se llaman Juan Life. Entonces, cuando me veis a mí en el video, escucharlo un momento y después decir yo me apunto, me suscribo, y con esto yo necesito 1000 suscritos y después 100,000 views, y eso voy a conseguir, estoy seguro. Y a partir de allí YouTube va a pagar dinero, y todo el dinero va al 100% para ayudar a la gente que no tiene comida. Also, wenn wir das herbringen, 1000 Abonnenten, 100,000 Views, dann fange ich an, von Geld kassieren von YouTube, und ich verspreche, ich gebe 100% von dem Geld, das da reinkommt. Das ist nicht sehr viel, aber es ist immerhin Geld. 100% gehen zu denen, die nichts zu essen haben. Und so wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und mir und euch allen, wenn ihr noch nicht gegessen habt, einen guten Appetit.
Bis zum nächsten Mal. Wir machen es immer besser. Wir sind am Lehren und mit eurer Hilfe machen wir weiters. Und wenn ihr es nicht mehr wollt, das Live-Zeug da, der Sprachunterricht und so, dann tut es einfach schreiben in unserem Chat. Dann tun wir es canceln. Das ist überhaupt kein Problem. Wir können unsere Energie auch für anderes brauchen. Aber ich habe es immer so in meinem Leben. Ich wollte gerne etwas Sinnvolles tun. Si no queréis que sigamos con español, con el alemán, podéis escribirlo en nuestro chat, porque yo siempre quería hacer una cosa que tiene sentido para ayudar a mis semejantes. Ama a tu prójimo como a ti mismo, un mandato bíblico. Das ist ein biblisches Mandat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das werden wir doch in Praxis umsetzen, jetzt wo wir so bedrängt werden, von diesen kopflosen, orientierungslosen Leuten, die Verordnungen einführen, die überhaupt nicht überdenkt sind und völligen Schwachsinn offenbaren. Merci viel, viel mal und einen wunderschönen Abend an alle zusammen. Danke.